Hi Leute und willkommen zum 300 Abonnenten-Special hier auf meinem Kanal. Ich glaube, bedankt groß habe ich mich jetzt schon. Ich meine, ich kann es auch nochmal sagen, danke für 300 Abonnenten. Das habe ich ja, glaube ich, in den Channel-News schon gemacht. Das soll jetzt wirklich das Special sein, wo auch, das hat extrem viele Likes bekommen. Und ja, wie komme ich jetzt dazu, jetzt das Special aufzunehmen? Ich weiß, es hätte schon seit längerem kommen sollen. Aber dann chillt man halt hier so an seinem Schreibtisch und guckt dann so ein bisschen seinen Kanal an und sieht dann so... What? Schon 330 Abonnenten. Da wird es aber mal Zeit für das 300-Abo-Special. Nicht, dass das noch zu spät kommt. Und ja, dann dachte ich, komm, fäng ich einfach mal an. Ich habe zwar Bockhunger. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen was zu Abend essen, aber... Naja, jetzt ist gerade das Zimmer in einem einigermaßen bevorzeitbaren Zustand. Deswegen dachte ich, ey, machen wir es doch jetzt mal. Und ich weiß gar nicht, wie ich hier am besten anfangen soll. Ich glaube, ich mache es so rum... dass ich da bei meinem Schreibtisch aufhöre. Genau, mal so. Also, fangen wir mal an. Ich muss kurz hier den Screen drehen. Also, hier haben wir meine Tür mit einem coolen Star Wars Sternzerstörer. Aber das Bild hängt ein bisschen schief, fällt mir gerade auf. Da ist hier nicht ganz dran. Da habe ich eigentlich ein bisschen Kleber hin, aber macht ja nichts. Auf jeden Fall kann man es, glaube ich, schon erkennen, dass es hier ein Star Wars Sternzerstörer ist. Hier. Das Plankton Weed Bild von oder Poster von SpongeBob, was in der SpongeBob Box dabei war. Hallo Mami, hier ist der Ruby. Einfach ein kleiner Spiegel hier neben meinem Kleiderschrank. Hier gerade das Polohemd, was ich heute bei meinem Platzreifekurs anhatte, ja. Ich bin jetzt offiziell berechtigt, Golf zu spielen, ja. Voll cool. Hier oben sind die Hasenohren, die ich mal im Stream anhatte. Eine Softgun hier, da, so zum Aufholzen, das ist so ein G36 Schnitt, da, ich glaube, da kann es einigermaßen erkennen, so, hier ist DSA, also, ja, halt, sozusagen Roleplay-Stuff. Dann haben wir hier jetzt mein Regal plus Bett. Ich habe hier die oberste Schicht, habe ich mit so einem Plakat zugemacht, das sind einfach so ein paar Rapper, die ich ganz gern mag. Genetik, Kollega, Casey Rebel, Farid, Majo. Okay, Majo ist nur so halb, aber der hat einfach ein geiles Bild. Das sah einfach cool aus. Bushido und Shindy mit den jeweiligen Labelnamen oben drüber. Erkennt man jetzt nicht so gut. Da oben habe ich dann meine ganze stolze Sammlung von den ganzen Energy Drinks, die ich bisher so gesammelt habe. Ich sammle da die ganzen Dosen. Immer wenn ich irgendwo was Neues sehe, dann nehme ich die immer. Hier haben wir noch die Albumbox zum Takt 32. Ich habe ja schon mal in der Mario Galaxy Party über ihn geredet, dass er mich sogar persönlich angerufen hat. Und da hinten ist die Box von SpongeBob. Ist so ein bisschen verdeckt durch die Energy Drinks. Dann haben wir hier so ein paar Hanteln, falls mal irgendwie Fitnessstudio nicht so läuft. Eiweißpulver hier, meine Flasche von Clever Fit mit diesem Bändchen, wo man immer reinkommt. Ein Buch über das Torwartspiel. Bin ja Handballtorwart. Ist echt ganz cool, da sind echt coole Sachen drin, mit so Übungen und so weiter. Finde ich extrem cool, meine Cap. Dann kommen wir in das, was eigentlich jetzt nicht so jugendfrei ist, aber scheiß drauf. Meine kleine Minibar, sage ich mal, alles, was sich so über die Zeit angesammelt hat. Jägermeister sollte eigentlich nicht vorne stehen, eigentlich sollte das Southern Comfort vorne stehen, da ist sogar ein Whiskyglas dabei, fand ich extrem cool, muss ich mal, glaube ich, das Glas rausnehmen, das Glas hier vorne hin, das muss ich irgendwie nochmal irgendwie schöner einrichten, aber das ist alles so, was ich über die Partys und so Sonderangebote in den letzten Jahren so angesammelt habe, ist auch alles nicht voll, ich meine, hier ist nur noch die Hälfte drin und das meiste ist schon eigentlich angebrochen, aber was halt so übrig geblieben ist. Dann haben wir so ein paar alte Schulsachen noch aus meinen Jahren hier. Q11 und Dingens Q12, halt die ganzen Sachen, lustige Taschenbücher und so weiter. Dann da unten noch zwei Bücher, Kopfhörer, wenn ich abends im Bett Musik höre, höre ich sehr gerne. Taschentücher und halt mein Bett mit einem Pulli gerade noch drauf und das ist so eine dünne Decke für den Sommer. Also wenn sozusagen die hier zu dick ist, dann nehme ich immer die. Dann hier, ich habe mein Bett direkt an der Heizung. Dann haben wir hier halt mein Zimmer, mein Fenster, nicht mein Zimmer, what? Dann haben wir hier ein Bild von, oder ein Poster von London. Das habe ich aus London mitgenommen, das fand ich extrem cool, direkt über meiner Palme. Hier unten so ein bisschen meine Sportsachen, das ist meine Sporttasche, da ist so ein bisschen Stuff vom Fitnessstudio, hier meine Schuhe, Schweißhandtuch und so weiter. Dann hier haben wir mein Schulregal, hier unten haben wir so ein paar wichtige Unterlagen, dann da...
das sind so Schülerzeitungen und so weiter. Dann haben wir hier Deutschlektüren, Wörterbücher, Gesetzbuch, alles Mögliche brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich weiß nicht, das sind glaube ich noch so Arbeitsblätter, die ich nicht wegwerfen wollte oder so. Dann hier oben haben wir so, ich sag mal, ein paar Gegenstände, die mir persönlich wichtig sind. Das haben wir, das ist so ein Kompass, Abi 2015, so Piratending war so unser Motto, was wir hatten. Den hier habe ich von meiner alten Handballmannschaft bekommen, wo ich dann weggewechselt bin. Tu bei Dex nicht wegen dem Karaoke-Video, aber die hatten einfach so ein paar Jokes mit Asterix und Obelix und so, da habe ich den bekommen. Fand ich ganz cool. Dann hier natürlich der Elder Zauberstab, auch aus London von Dumbledore, habe ich mir den mitgenommen aus dem Harry Potter Store. Das ist auch so ein kleines Andenken an London. Ich weiß nicht, ob man es erkennt da. Da ist so, ich sag mal, so ein Muster vom Big Ben drin. Erkennt man es auf der Kamera nicht sonderlich gut, aber da ist halt so, jetzt sieht man den so ein bisschen. Das ist noch eine Geburtstagskarte, die ich bekommen habe. Ja, dann kommen wir zu meinem. Ah, hier haben wir noch einen Tag 32 Poster, nur dass ihr es wisst. Dann kommen wir zu meinem. Ja, wohl wichtigsten Teil, mein Regal mit dem ganzen Stuff drin. Hier drüben haben wir so persönliche Sachen drin, die mag ich jetzt mal nicht zeigen. Ich sag mal sowas wie Bankzeug und so weiter. Hier haben wir ein bisschen Cookies, geil. Und eine SNES, voll geil. Ich habe die jetzt mal da drin, weil ich die immer an meinem PC nicht anschließen kann. Aber da habe ich Super Mario World und Street Fighter und so, echt cool. Hab ich zum Geburtstag bekommen. Dann hier drüben, oh, jetzt setze ich mich mal hin, oh, mein 3DS XL mit den verschiedensten Spielen. Hier ganz vorne habe ich meine Omega Rubin Steelbook Edition. Eigentlich würde ich gerne das hier vorne haben, aber ich will das sonst, obwohl, doch, ich kann es auch falsch rum hinstellen. Oder nein, falsch rum sieht scheiße aus. Falsch rum sieht scheiße aus, ich drehe es wieder um. Da hinten noch diverse Nintendo DS Spiele. Pokémon Heart Gold in der fetten Edition. Dann hier unten haben wir Musik und DVDs. Ja, ich bin immer noch einer, der gerne CDs als Disc hat. Hier Bushido Album CC3 kam dieses Jahr raus. Dann eigentlich nur Hip-Hop Album. Peter Fox, Bushido. Ja, eigentlich nur Hip-Hop, sehe ich gerade. Und ein vereinzeltes Bon Jovi Album. Bon Jovi finde ich ja auch cool. Also ich war schon auf zwei Konzerten von ihm in München, in der Olympiahalle, war extrem cool. Dann hinten ein paar Filme, das ist die Harry Potter Reihe, Herr der Ringe, Avengers, Avatar, Aufbruch nach Pandora, Star Trek. Aber da die meisten sind im Wohnzimmer, die Filme. Hier drüben habe ich noch ein paar Wii und Nintendo Gamecube Spiele. Das sind auf jeden Fall welche, die ich noch irgendwann let's playen will. NSMBB habe ich ja schon let's played. Dann haben wir noch Mario Party 8. Die Mario Party Reihe will ich auf jeden Fall noch let's playen. Mario Kart Wii, vielleicht sogar in naher Zukunft, weil... Ich greife mal kurz. Ich habe mir letztens per Post hier das hier schicken lassen. Das ist ein Wii to HDMI-Converter. Und mit dem schaffe ich sozusagen die Wii an meinen PC anzuschließen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, du kannst aber doch auch Wii-Spiele auf der Wii U spielen. Klar. Aber dann kann ich halt auch sowas wie Mario Kart Wii Custom Tracks oder Mario Kart Wii Super Mario Bros. Wii Hacks spielen. Also ich habe meine Wii gehackt. Und da kann ich jetzt halt auch so, ich sag mal so, die verschiedensten Sachen spielen, was glaube ich ganz cool ist. Dann haben wir hier noch Galaxy 2, wird auf jeden Fall noch kommen. Oh, Donkey Kong Country Returns, das will ich auf jeden Fall auch noch spielen. Aber weil Tropical Freeze macht mir ja momentan enorm viel Spaß, also viel mehr als erwartet. Und kommt auch bei euch gut an. Und dann noch hier zwei Spiele. Das ist das Original Wind Waker. Das habe ich mir irgendwann gekauft, weil ich dachte, das ist so ein Spiel. Das will ich einfach als physische CD haben. War zwar gar nicht so billig, aber Wind Waker wollte ich einfach als CD haben, einfach aus Sammlergründen. Das ist einfach ein Spiel, das wollte ich haben, habe ich mir irgendwann mal nachgekauft. Schon als es die Wii U gab, habe ich mir das Gamecube-Game noch gekauft und Super Mario Sunshine. Ich weiß nicht, wann ich starten soll. Ich würde es immer so gern, am liebsten jetzt starten, aber es gibt leider so wenig 3D-Marios, die möchte ich mir ein bisschen aufsparen und dann nicht alle nacheinander raushauen. Und jetzt habe ich ja schon sozusagen den Super Mario 64-Hack und Galaxy auch schon gespielt. Ich will mir da die anderen Mario DS-Spiele ein bisschen aufbauen. Ja, und hier meine ganzen PC-Games. Ganz vorne habe ich einfach zwei coole Boxen hingestellt. Hier Witcher 3, finde ich, sieht extrem nice aus. Ist so eine dicke Box. Und ohne Frage, die WoW-Boxen sind einfach die geilsten. Ja, ich habe früher viel WoW gespielt, jetzt spiele ich es immer, wenn ich von Blizzard irgendwie so eine Gratis-Woche bekomme. Dann kommt wieder, oh, du hast dich jetzt schon irgendwie zwei Monate nicht mehr eingeloggt, hier hast du eine Gratis-Woche, dann spiele ich es immer eine Woche lang. Macht enorm Spaß, aber man kann nicht sagen, die Box sieht einfach nur extrem episch aus, muss man sagen. Die von Mr. Pandaria Addon sieht auch ganz cool aus.
Aber an Cataclysm kommt einfach nichts ran. Das ist so nice. Dann haben wir jetzt hier Trackmania, Skyrim, StarCraft, Battlefield, Risen, Assassin's Creed, diverse Lego-Spiele. Und da hinten noch, ich sag mal, so unbedeutend. Ich habe alle coolen Spiele hier vorne aufgereiht und halt eher so diese, ja, die Games, die man halt irgendwann mal bekommen hat, habe ich dann so hinten hingepackt. Ja, hier sind noch zwei Boxen. Hier ist, ich glaube, nur so Kabelzeug und alte Elektrosachen drin. Ja, das ist so meine Technikbox, alte Treiber-CDs und sowas. Und hier ist, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, bevor ich die aufmache. Da sind alte Zeitschriften drin, mein alter Geldbeutel. Ah, nee, die lassen wir mal zu. Da sind auch so ein paar persönliche Sachen drin, die jetzt nicht unbedingt im Internet landen müssen. Und ja, jetzt noch zum Herzstück. Oh, jetzt hat sich gerade mein Bildschirm ausgeschaltet. Ja, zum Herzstück. Ich kann euch mal zeigen, wie so ein typischer Tag aussieht, wenn ich Let's Playe. Ich komme hier sozusagen zur Tür rein. Schau kurz aus dem Fenster so, sag: Hallo Welt, wie geht's euch? Dann gehe ich hier rum, setze mich dann hier auf meinen Tisch, meinen Schreibtisch, so. Natürlich zwei Bildschirme, ich habe hier drüben noch extrem viel Getränkezeug, noch vier alte Red Bull-Dosen, die leer sind, noch ein Glas und ein bisschen Wasser. Hier mein Wii U Gamepad, hier in dieser stationären Ladestation. Die Wii U ist hier unten dran an meinem PC, da steht sie drauf. Auch mit dem Wii U spielen, dann sitze ich hier, mach so bla 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 bla, ein bisschen YouTube-Business, kennt man ja, also ein bisschen so auf deinem Kanal abchecken, was so abgeht und so weiter, ganz cool. Oh, ich habe einen neuen Kommentar bekommen, oder? Nein, jemand hat meinen Kommentar geliked, okay. Ist auch in Ordnung. Und dann sage ich, okay, keine Ahnung, jetzt spiele ich dann Wii U Let's Play, dann nehme ich mein Gamepad, mach einfach hier mit dem Knopf die Wii U an, das heißt, ich muss da gar nicht irgendwie komisch unter den Tisch greifen. Nehme dann hier drüben mein Mikrofon, kann mir jetzt einfach hier so rüberziehen und ja, dann sitze ich hier eben, ziehe dann noch eben mein Headset auf. Das ist so ein ganz billiges, ich fand das aber irgendwie cool, das ist sehr angenehm am Kopf. Und ja, dann sage ich, dann setze ich mich so hin, noch so 3, 2, 1, Pause auf den Aufnahmeknopf, dann hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play, blablabla. Das solltet ihr ja kennen. Und ich glaube, das war es auch schon wieder im Großen und Ganzen. Das ist so, ja, mein Zimmer. So sieht es aus. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen, was euch irgendwie interessieren sollte. Falls euch noch irgendwas interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann beantworte ich es euch gegebenenfalls. Aber das ist so, ich kann euch nochmal so einen Rundblick geben. Das ist so mein Zimmer. Und hier finde ich halt auch diese Steinwand extrem episch. Und dann da dieses Sternzerstörerbild. Ja, hat schon was. Also ich mag mein Zimmer, das haben wir letztes Jahr renoviert. Oder vielleicht sogar vor... Nee, letztes Jahr haben wir es renoviert. Halt auch mit dem dunklen Parkettboden und drei verschiedenen Tapeten. Und nee, ich fühle mich echt sehr wohl hier. Und ja, das ist mein Zimmer. Hier lebe ich. Hier verbringe ich die meiste Zeit am Tag, wenn ich daheim bin. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war ein würdiges Special für euch. Und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Und ich glaube, das nächste Special wird dann, dass wir zu 500 Abos kommen. Ich glaube, bei jeder 100-Euro-Grenze jetzt ein Special machen. Ja, finde ich fragwürdig. Vielleicht kann ich so zu 400 irgendwie einen 12-Stunden-Stream oder irgendwas in die Richtung vielleicht machen. Mal gucken. Aber jetzt bei 400 Abos jetzt direkt wieder ein Special machen. Ich glaube, erst wieder bei 500. Also, dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein.